Herzlicher Empfang für den Bundespräsidenten Außerdienst am Montagabend in Jever. Christian Wulff war auf Einladung des Lions Club Shortens in die friesische Kreisstadt gekommen, um dort über seine kurze, aber ereignisreiche Zeit als Staatsoberhaupt zu sprechen. Diese Episode seines Lebens hat Wulff literarisch verarbeitet. Sie sind aus dem Bundespräsidentenamt geschieden, in sehr unglücklichen Umständen. Ganz oben, ganz unten heißt das Buch, es beschreibt Extreme. Wo befinden Sie sich momentan? Also ganz sicher dazwischen. Und es hat sich vieles normalisiert durch den Freispruch im juristischen Verfahren, durch eine für mich wichtige Feier mit all denen, die mir in dieser schwierigen Zeit beigestanden haben. Und letztlich auch durch das Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe, weil es für mich die Chance bietet, all die Dinge mal aus meiner Sicht zu betrachten und damit auch abzuschließen und jedem Bürger, jeder Bürgerin die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Urteil nochmal zu bilden, weil man dann alle Seiten gelesen, gehört hat. Also das gehörte für mich einfach zum Gesamtbild, zum Puzzle dazu, dass auch meine Sicht dazu gekommen ist. Sie haben eben die Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Wie wichtig sind denn auch Veranstaltungen in Kleinstädten wie Jever? Ich habe natürlich in Niedersachsen, in den einzelnen Landkreisen, ganz viele Besuche gehabt, auch viele Bekannte, Freunde. Und gerade aus dieser Region hier, Ostfriesland, aber auch Friesland, dem oldenburgischen Bereich, gab es viele, die gesagt haben, komm doch mal in unsere Region und trag doch deine Sichtweise vor. Die Bürger haben daran Interesse. Und die haben offenkundig auch recht gehabt, denn es war ja recht schnell hier auch ausverkauft. Also ich möchte auch dieses Interesse von Bürgern befriedigen. Die 347 Eintrittskarten für das Theater am Dannhalm waren binnen weniger Stunden verkauft. In seinem Buch, das Wulff in Jever vorstellte, kritisiert er die Medien scharf. Von ihnen sei er gnadenlos verfolgt worden. Sein öffentlicher Spießrutenlauf, so der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident, endete indes mit einem juristischen Freispruch. Aus der Landespolitik nach Berlin gegangen zu sein, sei dennoch kein Fehler gewesen. Mich hat das Amt sehr gereizt, weil man repräsentieren kann, weil man unterschiedliche Positionen, Menschen, Gruppen auch aus unterschiedlichen Ländern zusammenführen kann. Und es hat mir auch große Freude gemacht, das Amt. Die unglückliche Zeit am Schluss mit dem ganzen Gerangel um eine vermeintliche Wulff-Affäre, die dann auch zum Rücktritt geführt hat, beschreibe ich ja, aber eingebettet in das, was eigentlich ein Bundespräsident tut, wofür er wichtig ist, wofür er da ist. Mancher meinte ja, wir brauchen gar keinen Bundespräsidenten. Da bin ich ganz anderer Meinung. Gauck macht das exzellent, ist ein sehr guter Bundespräsident und die Bundespräsidenten brauchen eben für ihre Wirkung tatsächlich die Unterstützung aus der Bevölkerung, aus der Politik, aus der Gesellschaft, damit sie ihre Arbeit effektiv auch selbstbewusst wahrnehmen können. Joachim Gauck hat diese Unterstützung und auch deshalb macht er eine sehr gute Arbeit. Das Jeversche Wochenblatt und der Anzeiger für Harlingerland waren Mitveranstalter des Abends. Wochenblatt-Verlagsleiterin Dortje Sabin und Harlinger-Verlagsleiter Helmut Lörz-Sabin moderierten die Diskussionsrunde. Über die Medienlandschaft spricht Christian Wulff mittlerweile gelassener. Dennoch, hier müsse ein Umdenken stattfinden. In diesem ganzen Konkurrenzdruck sinken die Auflagen, sinken die Einnahmen aus Anzeigen. Manches wandert ab ins Netz. Und da muss man sich schon Sorgen machen, dass da manchmal Schnelligkeit vor Gründlichkeit, die schnelle Falschmeldung vor der gut recherchierten richtigen Meldung geht. Darüber muss es eine Debatte geben, damit die Medien auch ihren Qualitätsanspruch erfüllen, den sie immer an sich selbst gehabt haben. Die Diskussion muss es auch geben, ob man da immer angemessen mit den Beteiligten umgeht, ob das noch der Verhältnismäßigkeit entspricht, ob die Unschuldsvermutung gilt, dass jemand als unschuldig zu gelten hat, bis er verurteilt ist und nicht erst nach dem Freispruch dann wieder als unschuldig gilt. Da ist einiges in Unordnung geraten. Darüber will ich eine Debatte mit befördern. Jetzt drängt sie mir tatsächlich noch eine Frage auf, was das anbelangt. Sie haben von der Unschuldsvermutung gesprochen, Sie haben von einem Freispruch gesprochen. Inwieweit sind Sie tatsächlich jetzt vollständig rehabilitiert oder wird da immer was hängen bleiben? Also ich glaube, dass die Bevölkerung wirklich den Überblick hat und sagt, wir wissen heute, es war nichts dran, es ist mit einem Riesenaufwand aufgearbeitet worden, es war nichts dran und dass das auch dann Rückwirkung haben muss auf die damalige Behandlung, die offenkundig überzogen war. Ich glaube, in der Bevölkerung hat längst ein Umdenken eingesetzt, das finde ich sehr erfreulich und da es auch einzelne Betroffene gibt, die sich mehr oder weniger entschuldigt haben für manche Überziehung, das ist eine Form von Genugtuung und das ist ja auch das Interesse, dass es eben solche Fälle nicht wieder gibt. Also ich möchte halt auch erreichen, dass es nie wieder einer Person des öffentlichen Lebens so geht, wie es mir erging, wegen Nichtigkeiten, an denen dann nichts dran war, in dieser Art und Weise verfolgt zu werden. Das sollte sich nicht wiederholen. Weil Christian Wulff auf sein Vortragshonorar verzichtete, konnte der Lions Club Shortens 4.000 Euro als Spende an 4 Einrichtungen in der Region übergeben. 1.000 Euro werden dem Lions-Projekt Flüchtlingsgruppe Irak überwiesen.